So, Leute. Agros Maul. Weiß ich nicht, welche Folge. 14 oder so. Blickt da nicht mehr durch. Olli winkt. Trillo. So. Wollen wir jetzt mal gucken. Unsere Öfen sind aus, ne? Okay. Merke ich gerade mal. Und überall ist noch Metall drin. Hups. Okay, ich schnapp mir mal eben den Rex und gehe ein bisschen Metall. Metallfarm, Holzfarm. Ich schnapp mir direkt den 72er. Hier noch ein bisschen was killen damit. So, Dalle. Ja, mit Bären können wir tatsächlich auch nochmal gucken, ob wir da vielleicht noch ein, zwei in Start kriegen. Und ein J-Tyrannus. Ja, das wäre natürlich mega, mega sick. Ja. Aber dafür brauche ich Level 80, ne? Level 78. Ja, gut. Ja, jetzt sofort. Und wenn wir noch ein, zwei Alpha-Raptoren töten? Ach ja, ich könnte den Alpha-Raptor da hinten klatschen gehen. Ja. Den sollten wir aber mit zwei Rexen klatschen. Also, allein fürs Level. Hm. Hilfe. Ja, Sport. Komm zu mir, renn mir nicht rein. Ja. Bleib stehen. Alter. Der kommt wieder. Hm. Muss ich gleich mal neue Longneck-Schüsse machen. Danke. Oh, close. Ja, ich bin noch fast full life, aber trotzdem. Wow. Warst du überladen? Ich bin nicht mehr full life. War du runtergefallen? Ja. Alter. Ja, ich bin noch auf 180. Ich bin auch gleich auf 180. Ja. Das Problem ist, Bären sind halt wesentlich schneller als Rexe. Mhm. Ja. Mal gucken. Wir könnten einen kleinen Cage bauen, weil da sind eh relativ viele Viecher, wo die Bären auch sind, die wir tamen können. Unter anderem hier die Tyrannosaurus. Ja. Dinger da. Ich weiß gar nicht, ob ein Tyrannosaurus jetzt eine Hitbox wie ein Rex hat und dann daran nicht mehr durch den Gate passt. Denke ich nicht. Die Viecher sind ja relativ klein. Also klein. Die sind kleiner. Geh mal tatsächlich jetzt gerade doch nochmal gucken, ob ich den Alpha Raptor finde. Weil, sagen wir so, wenn ich ihn finde, solltest du dich eigentlich auf den 100er Rex schwingen und hier hinkommen. Einmal, weil es dir Level gibt und einmal, weil es dem Rex nochmal ein paar extra Level gibt. Jo. Ich glaube auch nicht, dass der weit gekommen ist hier. Boah, Alter, buggt man hier. Also das ist echt der größte Nachteil an dem Rex hier, an dem Gebiet. Oh, lol, Alter, hier ist einfach eine Kante. Lol, hier liegt ein Dödi vor mir, wo ich gegenrenne. Ich dachte, das wäre ein Stein. Nein. So viele. Eingerollt nur. Passt das gleich. Den 100er Rex. Ich schau mal eben fix, ob ich den Alpha Raptor hier finde. Lol, ich habe ihm ein Level gegeben, fast 300 Stamina. Ja, ich sehe den Alpha Raptor Rand nicht mehr. Okay. Keine Ahnung.
Ich guck mich eben noch mal ein bisschen in der Umgebung um, ob ich vielleicht doch noch irgendwo sehen kann. Ich war genau auf so einer Kreuzung. Sechs Audi. Yo, level up. Mal weiter auf Leben. Bin gleich unter Ghost Space. Geh da mal weg jetzt. Theri Level 17. Okay. Nichts? Ne, finde ich nicht mehr. Okay. Keine Ahnung, wo der hin ist. Lol, ich habe ihn gefunden. Okay. Du weißt, die Ruine, wo wir immer gesprungen sind, beziehungsweise ja, wo die... Ja. Ja, unter dem Sprung quasi geht so ein Weg nach unten, wo das ganze Opsi liegt. Mhm. Wo soll er jetzt hin? Da unten chillt er. Ich stehe gerade ziemlich offensichtlich auf der Brücke. Lauf mal einfach straight auf die Ruine zu. Aktuell sehe ich ihn perfekt. Ich würde ihn dann gleich runter zu dir bringen, komm mal auf jeden Fall schon mal schnell her. Ja, weg. Seh dich. Lauf weiter. Siehst du mich hier oben auf der Brücke? Links von dir? Ja. So, unter mir ist er direkt. Würde gucken, dass wir den hier irgendwie rauskriegen. In der Sekunde, wo ich ihn anhätte, fliegt er halt nach unten. Was? Oh ne, ich bin auf den Dödi getreten. Hätte Damage bekommen. Ja, jetzt greift er mich an. Ich habe ihn gerade einmal aus Versehen angehittet. Kommst du? Ich hab gar kein Damage. Boah, ich kann ihn nicht hitten. Lauf rückwärts. Eine bessere Crossbow. Nice, ich habe 14 Level bekommen. Ja. Skillst du noch 2-3 Stamina, dass es auf 2000 kommt irgendwie und danach ja, nur genau noch... genau 2000. Geh mal bitte noch auf einmal auf Leben und danach nur noch auf Melee. Ich finde das irgendwie angenehmer, wenn er eine 2 vor der Zahl stehen hat. Im Leben her, ne, dann muss ich öfters auf dem Leben. Ja, dann lass, dann lohnt nicht. Ich habe 2 bessere Crossbows. Der eine hat 136, der andere 112. Nice. Nehmen wir ja erstmal mit. Komm erstmal um die Base wieder. Es wird vor allem gerade Nacht wieder. Ich helfe jetzt beim Bauen. Jo. Mein Player ist auch schon wieder über Hälfte. Durch den Kill. So. Da. 290 Mili hat er jetzt auch. Wie viel hat deiner jetzt? 288. Da hat sich auch noch das Infoblatt gut durchgelesen.
So, was sagtest du, wie viel Melee Damage? 288. Lol, wie kann ich dich denn im Melee Damage überholt haben? Keine Ahnung. Das ist ein krasser Rex. Wie viel bekommt der pro Level Up? Weiß ich nicht, auch ungefähr so viel. Ich bin jetzt 290. Das Geile ist einfach, wir haben zwei über 100er Rexe, die Mate Boosted sind. Mhm. Jetzt müssten wir eigentlich noch den 46er auch noch auf 80 ziehen. So wie den einen, den wir auf 80 haben, der hat ja noch den Alpha Raptor geklatscht. Das ist ja eigentlich auch ein 36er, glaube ich, gewesen. Der halt jetzt schon fast aus, oder der ist, glaube ich, ausgelevelt. Wenn du so könntest, von der Helligkeit her jetzt bleiben. Ding gemacht. Hä? Okay. Was ist los? Das sah jetzt komisch aus. Ich habe die ineinander gesteckt, die Wände. Aber ich glaube, das zählt als Backfuse. Das will ich nicht machen. Na, lass mal lieber. Es wird an sich gehen, weil man könnte ja drei Layer an Wänden machen, aber das ist ein bisschen lame. Ist im Tri-Block eigentlich noch das Level von dem Vieh? Nee. Die Saber sollten wir vielleicht mal einsatzbereit machen. Du solltest dir vielleicht auch einen der Saber noch mal ein bisschen höher leveln. Du hattest doch irgendwie einen hohen Saber, oder nicht? War das der hier? Ja. Vielleicht? Der ist es, ja. Ich hab ihn schon. Alter, was mache ich denn hier? Wie soll der heißen? Mir eigentlich egal. Der heißt jetzt Sabolli. Perfekt. Will ich meinen. Mein. Ja. Meister-Namengebung und so. So, Holz. Habe ich vergessen zu farmen. GG. Ich schmeiß mal. Kann ich mir ein bisschen was aus der Werkbank gerade rausnehmen? Dann schmeiß ich das in die Öfen schon mal rein. Ich habe eine Idee. Ich hoffe, die kann ich so umsetzen. Nein. Okay. Alter, die Öfen spenden ja mal null Licht. Lächerlich. Sollte mir angewöhnen, immer ein Vieh mitzunehmen zum Fahren. Ja. Wir haben gar kein Zement, ne? Scheiße. Aber wir haben einen Frosch. Ja, aber wir brauchen auch Zement für den Belzebufo-Sattel. Wow. 5 Zement brauchen wir dafür. Der Crossbow der 136er macht 400 Damage auf dem Headshot beim Saber. Okay. Ist ordentlich, dafür braucht man halt kein Gunpowder dabei. Shit! Wir müssen Zement herstellen. Boah, Problem. Wir brauchen 5 Zement und danach muss ich auf jeden Fall. Oh Gott, englische Tastatur schon wieder drin. Muss ich ein bisschen Chitin leider opfern. Doch nicht schlecht, ist schlimm. Haben doch bestimmt die Rexe und so weiter, haben da noch Chitin im Inventar. Nein. Das kleinste Problem. 64 und hier ist noch Keratin. Das ganze Keratin können wir dafür gut verwenden. Wir haben so viel Leder, ne? Das kannst du ja glaubst gar nicht. Das ganze Primate lasse ich mal in den Rexen jetzt teilweise verschimmeln. Oh, Chitin, Keratin, Chitin, Keratin. Ich wette, damit könnte man sich ja fast über Wasser halten, aber Grappling Hooks wären auf Dauer ganz nice. Ja. Na 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 na. Ach nee. Hier dann. Da kann man meinen Ventilator hören sollte. Jetzt ein Zement. Was ist mit Ventilator? Wenn du meinen hören. Wenn du einen hören solltest. Oh ja. So. 5 Minuten noch.
Guten Tag. Ich würde halt ganz gerne auch mal ein bisschen weiter aus der Base weglaufen. Ich habe nur die ganze Zeit Schiss, dass in der Sekunde das halt Ghost und so übel ausnutzen. Wir dann, beziehungsweise die wissen es ja nicht, wo wir dann sind. Wenn die halt merken, die können sich ein bisschen was erlauben, dann... Aber die Dinos stehen allein trotzdem da oben auf Passiv. Können wir die Base verlassen, können wir tatsächlich neutral pfeifen. Sollten aber bis dahin die Base komplett mit Holzbarrikaden eingezäunt haben. Ja. Zumindest der Bereich, wo die Rexe dann raus können. Und dann können die Rexe auch ruhig auf neutral sein. Wir haben gesagt, ab da, wenn sie dann versuchen, die Viecher rauszukiten und so ein Scheiß, das ist dann Griefing und das wollen wir nicht machen. Ehrlich? Ja. Kiten zählt also zum Griefen? Ja, na, sagen wir es so, wenn sie die Viecher nicht rechtzeitig kaputt kriegen und sie versuchen, die jetzt irgendwo ins Wasser reinzukiten und so ein Scheiß. Das wäre halt schon kacke. Ja. So, und hier würden sie es wahrscheinlich dann den ganzen Tag gegen die Holzpfeiler oder gegen die Holzbarrikaden die ganze Zeit kiten. Wenn wir sie auf Passiv stellen, kommen sie in die Base und killen sie. Der Frosch braucht übel viel auf Leben, ey. Ach, auf Leben, auf Gewicht. Gehe ich jetzt noch in den Sumpf? Kannst du an sich schnell machen. Nee, ich habe nur noch 3 Minuten. Die Fliegen sind hier nicht so häufig. Ich gehe jetzt Holz farmen. Okay. Sagen, die hier, die verbesserten Äxte und so weiter sind schon ganz schön Premium. Ja. Vor allem bei dem Gesser, da farmt man alles schön schnell. Wenn wir mal ein bisschen schneller über die Map gehen wollen, ne? Vielleicht beide mit einem hohen Saber und so weiter. What? Oh lol. Was los? Selber mir. Wolltest du nicht mit Tier rausgehen? Ach, kein Problem. Hast du? Na ja, alles gut. Okay. Gut, dass ich Trinkschlauch dabei habe, der jetzt leer ist. War bei mir auch gerade so. Problem ist übrigens dieser Fels hier vor der Base, ne? Der ist ziemlich für den Arsch. Den sollten wir mal... Level 5, wow. Was? Nee, passt. Wir sollten diesen Felsen hier direkt vor unserem Tor mal, vielleicht mit ein paar Barrikaden einbauen. Auch noch, weil da kannst du dich einfach draufstellen und perfekt auf die Rexe aimen. Könnte als Vorteil dienen, könnte aber auch Nachteil sein. Nachteil. Geht viel zu schnell kaputt. Was? Was Dingen? Die Holzrampe. Ja. Soll ja auch nur davor sein, dahinter ist ja noch die Wand. Gib mir mal einen Wassersack bei dir. Hier, schmeiß rein. Reicht. Gehen eh alle leer. Ich glaube, ich lasse das aber so. Was, die Holzrampe? Ja.
Das fuckt übel ab. Nicht. Ja, das ist, wie gesagt, hat ehrlich gesagt nicht so viel HP und fuckt mich ehrlich gesagt mehr ab, als dass es mir was nützt. Finde ich persönlich. Das soll ja auch nicht zum Tanken gehen, mehr oder weniger. Also, dahinter ist ja die Wand. Die protectet nochmal die Wand dazu. Das ist egal. Würde ich eher die komplette Base mit Schrägen machen, dass die Granaten runterkullern oder so ein Scheiß. Ja, hat sich ja mehr oder weniger vor. Die Höhle ist zu. Oder? Ja doch, die Höhle ist zu. Okay. Jetzt haben wir gleich schon wieder Ende. Mensch, irgendwie stirbt kein Mensch. Kloppen die sich alle nicht? Na gut, wir kloppen uns jetzt auch nicht. Auch noch zwei Min. Mit dieser Verzögerung. Ich würde eigentlich gleich Ghost aufsuchen gehen. Was ist aufsuchen einfach? Weißt du was? Genug Granaten. Ich geh jetzt nochmal zu Ghost. Sind am Raiden. Okay. Geh ich mir jetzt nochmal die Base von Ghost angucken. Jo. Also ob die inzwischen mit mehr als einem Bär zu Hause sind. Das Ding ist, wenn die... Die haben ja nicht die anderen Viecher auf Follow mitgenommen. Das ist ja totaler Käse. Die haben da... Die haben da irgend so einen Rex rumstehen gehabt. Das war's ja letztendlich schon. Irgendein Rex beißt hier neben mir rum. Level 5. Ach, da oben, ja. Nee, Argens, bitte nicht. Bitte. Steh neben deren Base und mach Damage-Zahlen durch scheiß Argens. Soll ich vielleicht mal einen Arc aufs Maul-Lauter herstellen? Ja, mach mal. Falls mal ein Vieh vor der Tür steht, wäre das ganz gut, dass wir den parat haben. Wie viel Muni brauchen wir? Weiß ich nicht. Soll ich die... Boah. Was fehlt denn? Die bunkern sich immer mehr ein. Krass. Guck grad, was fehlt. Okay, ja andere gut. Abmoderation. Das war... Lol, jetzt falle ich hier runter, GG. Ja, in dem Sinne, Olli Wink in Gedanken. Okay, hast du, gut. Oder rein. Bis zur nächsten Folge. Ich höre hier schon wieder irgendeinen Rex beißen. Ich glaube, das ist derselbe. Bis dann. Tschüss.